Ja, willkommen zu einem neuen Video des AngularJS-Kurses und nachdem wir im letzten Video ja unseren eigenen Service erstellt hatten und damit erstmal mit Services auch durch sind, weil erstmal geht es darum, die ganzen Grundlagen und Konzepte von AngularJS zu zeigen und nicht so viel in die Tiefe zu gehen, das kommt später. Nachdem das also gemacht wurde, geht es heute um etwas, das man eigentlich so von HTML selber auch schon kennt, aber was AngularJS eben auch bietet, mit einem ganz besonderen Vorteil. Und zwar folgendes. Nehmen wir hier mal unser div-Element und schreiben da irgendwas rein. Hallo zum Beispiel. Das klappt natürlich so. Steht hier Hallo drin. Und jetzt fügen wir diesem HTML-Element div hier einen Event Händler hinzu. Also wir möchten darauf reagieren, wenn wir auf dieses Element draufklicken. Dann soll eine Alert-Box kommen. Das machen wir in normalem HTML. Ich benutze jetzt hier kein AngularJS-Feature, sondern normales HTML mit onClick und dann hier JavaScript-Code und zwar in dem Fall Alert. Und dann hier klickt und ein Semikolon ans Ende für die Sauberkeit. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, kommt hier die Ausgabebox klickt. Hat also geklappt. So, jetzt geht das Ganze allerdings auch über AngularJS, indem wir einfach diesen Namen hier vorne ändern. Und zwar schreiben wir nicht onClick, sondern ng-click. Nicht clock, wie ich es ebenfalls geschrieben hatte, sondern click. Wenn wir das so haben, dann macht das aktuell genau das Gleiche, beziehungsweise man könnte erwarten, dass es das Gleiche macht. Es macht aber, wie man hier schon sieht, nicht das Gleiche. Weil wir sehen diese Alert-Box hier gar nicht. Das ist hier sehr auffällig. Denn wir können aus diesem Code, den wir hier haben, nicht auf die globalen JavaScript-Features zugreifen, sondern wir können nur auf die zugreifen, die wir hier in unserem Scope zugänglich haben. Das ist, um die Daten besser voneinander abzukapseln und nicht versehentlich welche zu überschreiben oder so. Wenn ich hier jetzt allerdings auf das Scope natürlich eine Funktion drauf packe, namens Alert und hier dann quasi window.alert aufrufe, dann spricht dieses Alert hier diese Funktion an, nicht die globale, und über die hier wird dann wieder unser Alert ausgeführt. Und dann haben wir hier einen lieblichen Fehler. So, einmal kurz nachgucken. Schadet ja nicht. Ach, natürlich. Scope.alert ist gleich Function. So. Wenn ich das jetzt dann so mache, kommt hier kein Fehler und wenn ich da draufklicke, kommt hier diese Alertbox. Also der wesentliche Unterschied zwischen diesen AngularJS-Varianten von diesen Event-Händlern und den normalen Varianten ist, dass die AngularJS-Varianten nur auf die Sachen vom Service Zugriff haben und die anderen eben auf globale Variablen. Das kann praktisch und auch nervig sein, aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, dass das so ist. Also alles, was wir hier ansprechen, muss sich in diesem Scope befinden, worin wir uns hier in der App gerade befinden. Aber gut, wenn noch Fragen sind, dann bitte nachfragen. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal.